Aus Schweden sind sie da. 13 Minister von Nina, Lasse und ein Mann mit einem unglaublich erotischen Vornamen, Peter. Gleich bei uns also. Und wenn ihr Fragen habt an die Cardigans, dann faxt sie, e-mailt, ruft an, macht irgendetwas. Hauptsache, ihr habt Fragen. So, jetzt gleich also bei uns die Cardigans und jetzt sehen wir ihren aktuellen Hit, Erase and Rewind. Die Cardigans. Yes. Und jetzt sind sie da, die Cardigans. Hello, welcome to the show. Lasse, okay, Nina, hello. And Peter. Welcome, nice to have you here. Okay, we just listened to Erase and Rewind, and you claim that you've always been a rock band. How could you explain that people often describe your music as kind of easy listening, Peter? Shall I speak into the... Yeah, please. I don't think we've always been a rock band, but most of us, you know, that rock was the kind of music we grew up listening to. And then we've been trying to do different stuff through our career, and we did one record where we did something that people call easy listening. So, yeah. You know, it's and there was a Laughful record, I think, yes? No, the record before, I think. Uh-huh. But it's just that we tried so many different things without really knowing maybe what we did, just, you know, trying out. And then people, you know, put us in this, labelized us, and we weren't really sure if we were finished, you know, with our developing and stuff. Uh-huh. So, and I don't think we are still. Uh-huh. Okay, also Sie haben ja gesagt von sich, dass Sie eigentlich schon immer eine Rockband waren. Dachte ich, dass Sie es gesagt hätten, aber Sie haben zwischendurch ja immer mal wieder einiges ausprobiert. Dann haben Sie mal eine Platte gemacht, wo dann die Leute von sagten, okay, das wäre easy listening. Aber im Prinzip, natürlich machen Sie hauptsächlich so rocklastige Musik, aber immer ist man auch wieder ein bisschen was Sanfteres dabei. So, your biggest success was Laughful from the Romeo and Juliet soundtrack. Did you write the song specially for the movie, for the Romeo and Juliet No. movie? No, we never really do that. They liked the song, so we gave it to them. So. But you released it before the movie came out. Yeah, it was made for our album, First Man on the Moon. Uh-huh. So it was released as the first single from that, uh-huh, before they took it to the movie. And what kind did the movie influence the success of the song? The movie was huge, and the soundtrack was huge for it, so... So it was a re-release, so, at the movie soundtrack? Yeah, sort of, I guess. Uh-huh. It was probably, you know, it's difficult to say, but I guess, especially in the US, it meant a lot to us. It became really big on radio, and maybe because of the soundtrack, I don't know. It's difficult to say what would have happened if we weren't on the soundtrack. I don't know. Also der größte Erfolg war natürlich, das kennen wir alle, Laughful. Jetzt habe ich Sie gefragt, ob Sie diesen Song eigentlich extra für diesen Film Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio gemacht haben. Nein, den gab es schon vorher auf dem Album. Die haben gesagt, hey, der gefällt uns, den wollen wir für den Soundtrack haben. Aber gerade in den USA kam der extrem gut an, wurde natürlich durch den Film gepusht und dadurch auch besonders groß. Okay, let's have a look. Laughful, The Cardigans, bei uns in der Show bei Select MTV. Select MTV und zu Gast bei uns heute die Cardigans. Okay, kam eine Faxfrage und zwar von Tanja aus Neumünster. Sie sagt, meine Frage an die Cardigans, was haben Sie eigentlich vorher gemacht? Okay, Tanja wants to know, what did you do before you started your musical career? I was just a student. Student, huh? Yeah, I've never had a real job in my life. Uh-huh. What did you study? First it was, I don't know what you call it here, but high school, but I studied some art before I quit to join the band. The other guys? I studied and worked in a record shop. Aha. Also Peter hat in einem Plattenladen gearbeitet. Nina hat auf jeden Fall auch studiert. What did you do, Lasse? Well, I have to remember. I think I quit my military service just before. Aha. Also, vorher hat er seinen Militärdienst gehabt und dann ja irgendwann aufgegeben. So, at the moment you're on tour here in Europe, but without your bass player Magnus. What's up with him? He's at home. And he's working in the studio and taking care of stuff there. Also Magnus, der eigentliche Bassist der Cardigans, ist gerade zu Hause und arbeitet im Studio. But you have another bass player. He's called his name. Stand-in. His name is Larry. Larry. Yeah. Okay. His name is actually Lasse, but since I was the first in the band called Lasse, so he got the name so Larry. You went to him, okay, your name is not Lasse, your name is Larry. Not Lasse anymore, since you're in the choir. Also, Sie haben jetzt einen neuen Bassisten, der heißt eigentlich auch Lasse, aber da es ja schon Lasse vorher gab, haben Sie ihn einfach anders genannt. Larry, is it right? Okay. Is it difficult to have a new person in a band for the tour, for the whole tour? It's not really difficult to have a new person, but it's very strange to not
have magnets around. It was strange as hell the first few weeks because you know you're used to being this certain five people and suddenly there's just four people that you remember and mm-hmm. one you. So it's more like that. It's weird not having around. Yeah. It can be nice as well. I mean, yeah, you know, cool. to have someone new to play with. But he's such a lovely guy, so yeah. I think it's easy. Uh-huh. Also ich habe sie gefragt, ob es nicht schwierig ist, plötzlich einen ganz Neuen in der Band dabei zu haben. Sie sagen, es ist nicht schwierig, einen Neuen dabei zu haben, aber es ist schwierig ohne Magnus, weil es waren halt immer die fünf und jetzt sind sie ja nur noch zu viert, obwohl auch der neue Lasse, also Larry, auch ein sehr netter Junge ist und kann auch sehr nett sein und ist natürlich auch eine Bereicherung. Okay. Last year, you have also worked on other projects outside the band. Could you tell something about this, Lasse? Well, I think we all kind of made music with other people. Mm-hmm. So basically, some solo projects for several soundtracks. Yeah, and I know Peter. He actually released an album. Uh-huh. And yeah, I think we all just had a lot of fun with other people doing music. So. Yeah. Also in letzter Zeit haben sie auch viel so mit anderen Menschen zusammen gemacht. Peter hat auch ein Album veröffentlicht, die haben Musik gemacht für diverse Soundtracks. So, that's what I really want to know. You grew up with ABBA in Sweden, of course, yeah. Now there are some rumors that they have a reunion in Sweden, that they want to play together. You know something about that? I don't think they ever will, but what's happening is that this musical is being launched. Uh-huh. Mamma Mia is called with their songs. I don't think they will ever get back. I don't think they will perform. It's just that the guys in the band, Björn and Benny, they're putting together, like you said, this musical with just ABBA mm-hmm. music. Okay, also die Gerüchte, dass es bald mal wieder ABBA geben wird, da glauben Sie nicht, dass was da dran ist. Sie arbeiten vielleicht noch zusammen, aber richtig performen auf der Bühne, das glauben Sie nicht. Es gibt aber im Moment dieses ABBA Musical und das findet ihr auf jeden Fall schon. Davon haben wir ja auch schon gehört. Okay, thanks for coming to the Select Show. See you live in Berlin. Next hour. Sehen uns gleich noch wieder bei MTV Live aus Berlin mit den Cardigans. Jetzt haben wir Platz 3 bei unserer Wahl zum Video des Tages. Xavier Naidoo. Sie sieht mich nicht. Wir machen weiter. Und zwar, ich habe ja gerade schon gesagt, Sie sind bei uns zu Gast. Vorhin waren Sie ja schon bei Select MTV. Die Cardigans, den langen, weiten Weg aus Schweden, sind Sie hierher gekommen. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass Sie extra wegen uns nach Berlin gekommen sind, weil Sie geben hier heute Abend nämlich auch noch ein Konzert. Gestern waren Sie schon in Hamburg, Ihre Tournee also quer durch Deutschland und Europa. Jetzt haben Sie bei uns Station gemacht, bei MTV Live aus Berlin, gleich bei uns die Cardigans. Und hier sind Sie mit My Favorite Game. Please keep a cool head, be careful and try. Yeah! Lasse, Nina und Peter, the Cardigans. So, My Favorite Game. I just saw them. It's not a real tattoo on your shoulder. Have you got any tattoos? No, I don't have any. Yeah? You do? One of the guys? I've got a couple. A few, yeah. Yeah? Ah, muss ich wieder meins zeigen hier. Yes. My tattoo here. Four. Original four. Seahorse. Four. Yeah. Very erotic. One here. So, I heard that there are several versions of the video, My Favorite Game. And it was one of the, yeah. We saw in several videos, we saw you driving very crazy with your car and people jumping around the street. Have you got a driving license? Yes. Yeah? But you have to try it several times to make this. Or what? Did you fail the driving school anytime? No. No? I'm an excellent driver, actually. Uh-huh. Also normalerweise ist eine gute Fahrerin, aber es gibt auch von diesem Video noch mehrere andere Versionen, wo das doch noch ganz anders aussieht. And I think we have of your actual CD, Erase and Rewind, that's the CD-ROM, and there are the uncut video with all five endings. Also wer sich diese CD leistet, der kann sie als CD-ROM in seinen Computer einlegen. Da sind dann vier verschiedene Versionen von Endungen, diese eben gerade gesehenen Videos auf dieser CD. Okay, guys, you played yesterday night in Hamburg, right? How was it? I mean, a friend of mine was there and he said it was beautiful, but, you know, for a band playing all the time. It was really good. I enjoyed it a lot. It was great, yeah? Hamburg, was it good? It was excellent, yeah. I said hello, Berlin, but it was Hamburg and it was good. That's good. Yeah, I did it. So now you have to say hello, Hamburg. Yeah, or just Cleveland or whatever. It was too hot, though. Yeah, like here. I know. Or even